Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Video. Es war Black Friday oder wie das geheißen hat, der Fire TV Stick 4K war im Angebot für, ich glaube, 30 Euro. Und ich dachte, ich bestelle ihn einfach mal, da ich schon von jemandem hingewiesen wurde, dass man den routen kann, dass man da vielleicht mal eine Anleitung machen sollte, wie man den routet, weil da gibt es nur Textanleitungen. Wir gucken es uns mal an. Ich mache jetzt erstmal vorwiegend das Video, weil ich die Verpackung mittlerweile so genial finde. Eigentlich wollte ich gar kein Video drüber machen, großartig, wie ich es auspacke, aber die verpacken das mittlerweile so dermaßen hochwertig, dass ich euch da teilhaben lassen will. Und zwar kommt das Ganze richtig schön in einem komplett gestanzt, gefalteten Karton daher. Einmal als Lieferumfang das Netzteil, wo er immer jammert, wenn man es nicht verwenden würde. 5 Watt steht damit drauf. Hier der Fire TV Stick selber, 4K wie gesagt. Er ist ziemlich schwer, also es wird, ja, der ist deutlich schwerer als der andere, der alte. Also es wird da ein bisschen mehr Hardware drin sein. Ich hoffe, wir kriegen ihn aufgebaut, aufgeschraubt, dass wir reinschauen können. Hier 2 Amazon Batterien für die neue tolle Fernbedienung und auf die freue ich mich ganz besonders. Klar, zum einen hat man natürlich das Problem, Alexa hört immer mit. Wie jetzt einige schon bei den Kommentaren geschrieben haben, ob es wirklich so ist, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Normalerweise muss man auf die Taste hier drücken, damit das Mikrofon abgefragt wird. Wir gucken mal, ob wir die Fernbedienung besser auseinandergebaut kriegen. Die hat hier vorne Hochglanz. Das sieht so aus, als würde die irgendwie eventuell auch mit Infrarot oder so daherkommen. Wir haben hier einen Haufen Testpunkte. Sie sieht wieder genauso geklebt aus wie die alte. Also ich glaube, die kriegen wir nicht so leicht zerstörungsfrei auf. Was ich an der Fernbedienung total toll finde, worauf ich mich besonders freue, sie hat eine Ausschalttaste, endlich mal dabei. Und was ich schon seit Anfang an immer bemängelt habe, sie hat endlich mal lauter leiser Taste und eine Stummschalttaste mit dabei. Das hat die alte auch nicht gehabt. Das könnte ganz praktisch sein ab und zu. So, hier sind wir leer. Eine Anleitung, eine Anleitung, eine Anleitung. Eine HDMI-Verlängerung, dass man den Stick auch irgendwie am Fernseher, wenn man den irgendwie, weil er ist ja doch relativ dick, wenn den nicht irgendwie am Fernseher dran kriegen wird, dass man den über diese kleine Verlängerung anschließen kann. Und nochmal ein USB, Micro-USB-Kabel, weil der Stick braucht natürlich auch Strom. Also der braucht genügend Strom. Das kriegt er nicht vom HDMI geliefert. Deswegen eben nochmal das 5 Watt extra Netzteil dabei. Da oben im Übrigen Firma, kann man wahrscheinlich nicht erkennen, weil es viel zu hell ist, Firma Lite-On, die kennt man von früher noch. Die haben irgendwann mal vor 1000 Jahren haben die CD-Laufwerke so gebaut, als man sowas noch am PC hatte. 5 Watt das Ganze und es stehen hier auch nochmal 5,25 Volt 1 Ampere. Also ein bisschen mehr wie 5 Volt. Also ich würde mich jetzt sozusagen nicht trauen, hier mein Handy mit anzustecken zum Laden. Ja, dann schauen wir mal, was wir jetzt mit dem Teil anstellen können. Ich bin ja optimistisch, dass der nicht verklebt ist. Sieht zumindest schon mal so aus. Oh ja, der ist nur geklebt. Amazon hat mein Jammern und Fluchen zur Kenntnis genommen und hat jetzt quasi den neuen Stick extra für mich geklippt, damit ich ihn fürs Video besser auseinander... Oh mein Gott, besser auseinander... Oh mein Gott! Bauen kann. Also, hier wieder unser kleiner RFID-Chip zur Zuordnung. Vermutlich auch wieder gelöscht, wie beim alten Stick oder Kill-Command geschickt. Guckt euch mal das an. Boah. Massive Aluplatten. Seitlich drauf. Jetzt wissen wir, wo das Gewicht herkommt. Denk mal zur Kühlung. Und hier 2 Antennen. Die sehen aus, wie man sie von GPS kennt. Wie GPS-Antennen. Vermutlich aber... Das war eine anordnungstechnisch 90 Grad verdreht jeweils. 5 GHz und was nicht alles, die können werden, würden vermutlich. So, die Frage ist, ob wir dieses Blech jetzt hier runterkriegen. Das Blech ist hier auch nochmal, sieht man das, ja? Das Blech ist hier auch nochmal elektrisch kontaktiert mit so kleinen Federn. Also rein theoretisch sollte man das ja jetzt samt dem Schirmgehäuse runterkriegen. Ja, tut man auch. Hier drunter nochmal ein Kühlpad, schätze ich mal.
Wärmeleitpad für das, was drunter sitzt, schätze ich mal. Wir haben hier nämlich eine Ausstanzung oder eine Einkerbung drin. Hier wird drunter nochmal ein dicker Prozessor sitzen mit Vias, die Wärme auf diese Wärmeleit, was auch immer das ist, so Wärmeleitkleber abgeben. So wie ein Gummi, Wärmeleitgummi. Und dann hier auf unser Blech abgeben. Hier drunter die ganze hochfrequente Hightech, das komplett rundum verlötet, da kommen wir nicht rein. Also das können wir uns leider nicht anschauen. Hier oben nochmal eine kleine Antenne, so wie es ausschaut, oder eine Anpassung. Der Chip, der hier verbaut wurde, ein SanDisk SDINB G64 8G. Das müssten Flash oder sowas sein mit 8 Gigabit, schätze ich mal. Und hier haben wir nochmal ganz schön, sieht man das auf der Kamera, ich hoffe mal, hier meanderförmige Leiterbahnen. Da wird irgendwie eine Impedanzanpassung, Längenanpassung gemacht für irgendwelche sehr, sehr schnellen Signale. So, dann klicken wir das wieder drauf soweit. Hier geklebt und dann versuchen wir mal, ob wir den hier runterkriegen. Der wird wahrscheinlich, ja, geht runter. Okay, wer ihn fragen sollte, geht runter, hier geklebt, auch mit Wärmeleitschleim. Hier ein großer Prozessor drunter mit anständiger Rechenleistung. Hier auch nochmal die Meander, die man erkennen kann und seitlich dran nochmal ein Flash. Eins wird RAM sein, eins wird Flash sein. Ich kann jetzt gerade nicht unterscheiden, welches ist. Hier haben wir auch nochmal einen kleinen Chip verbaut von der Firma MTK. Und jetzt putze ich mal hier den Chip ab und dann gucken wir uns mal an, was da für einer versteckt ist. So, wir haben es abgeputzt und wer hätte es erwartet? Es erwartet uns darunter ein MediaTek MT8695 ADKV, also wieder die Firma MediaTek, die auch überall sonst schon von Amazon verbaut wurde, nur halt eben entsprechend mit mehr Rechenleistung. Gut, das war es jetzt schon mit dem Stick an sich. Mehr können wir hier gar nicht rausfinden. Ich verlinke euch die ganzen Chips und so unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr da nochmal schauen. Ansonsten baue ich ihn wieder zusammen und freue mich hoffentlich auf ein wundervolles 4K-Erlebnis. Vielen Dank fürs Reinschauen bei dem Video. Es geht problemlos wieder zusammenzubauen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!